Hallo, mein Name ist Katja Kipping. Ich bin eine von zwei Vorsitzenden der Partei Die Linke und das ist What's Your Flow auf dieser. Wenn ich den Song We Are Your Friends von Justice höre, bekomme ich immer wieder gute Laune. Deswegen wünsche ich mir den auch oft, wenn irgendwie eine Tanzparty ansteht. Ich habe den zum ersten Mal gehört bei den Blockupy-Protesten. Da ging eine bunte Demo los und ist gleich am Anfang eingekesselt worden von der Polizei. Die Leute sind aber alle cool geblieben. Es gab viele bunte Regenschirme und wir haben dann halt einfach Musik gehört und dazu getanzt. Und das war ein sehr ermutigendes Erlebnis zusammen. Zum Wachwerden höre ich in der Regel einfach nur Deutschlandfunk, die Nachrichten, um politisch im Gleichen den Tag zu starten. Aber in letzter Zeit gibt es zunehmend einen Konflikt mit meiner Tochter, die ist 5 Jahre und hat zunehmendes Selbstbewusstsein. Und sie fordert jetzt immer ein, dass wir statt Nachrichten eher Hörspiele hören, also Bibi und Tina. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Heute Morgen hat sie sich durchgesetzt und deswegen bin ich heute in den Tag gestartet mit dem Titelsong von Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie reiten geschwind und so weiter. Und ist der Graben mal zu breit? Mein Guilty Pleasure Song ist Step by Step von New Kids on the Blocks. Geht eigentlich überhaupt nicht, aber ich meine, wer ist schon frei von ästhetischen oder geschmacklichen Jugendsünden? Und wir haben es jetzt wieder neu entdeckt, weil es auf so einer Serie lief, Fuller House. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Mit meiner Jugendzeit, vor allen Dingen meiner Abi-Zeit, verbinde ich vor allem die Songs von der Band Keimzeit. Vor allem klingt mir noch im Ohr der Song Mit der Angel an der Donau. Mit der Angel in der Donau des Morgens um 3. Meine Freundin Constanze und ich, wir sind damals auch ab und zu den Konzerten getrampt. Und einmal sind wir in so ein Dorf in Brandenburg, Biebersdorf, gefahren. Und dort haben wir dann von dem Sänger der Band, Norbert Leisegang, persönlich in Englisch eine Entschuldigung geschrieben bekommen, damit wir dort übernachten konnten und am nächsten Tag halt den Englischunterricht schwänzen konnten. Und wir hatten ja eine Entschuldigung von einem berühmten Sänger auf Englisch. Und das war irgendwie so faszinierend, dass unsere Englischlehrerin, die ziemlich cool war, da lachend drüber hinweggesehen hat. Ohne was zu sagen. Ich tue mich schwer damit, einen absoluten Lieblingssong zu bestimmen, weil das hängt bei mir ganz stark von Stimmung ab, ob ich tanzen will, ob man einfach mal ein bisschen abhängen möchte. Aber ich mag sehr den Song von John Lennon, Imagine, weil ich finde, er beschreibt das, was Karl Marx in sehr umfangreichen Texten beschrieben hat, nämlich und zwar im Positiven, dass es immer noch darauf ankommt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein geknechtetes Wesen ist. Imagine all the people.